Nummer 7248 nach Paris zu Abfahrt 3. Gleis 3, Achtung bei der Abfahrt. Ich bin krank. Das ist in diesem Monat schon die zweite, die sich die Kehle durchschneiden lässt. Der können wir sowieso nicht mehr helfen, aber vielleicht der dritten. Der dritte? Ja. Welche dritte meinst du, Anders? Lass uns unseren Streit begraben und in diesem Fall zusammenarbeiten. Du hast wohl Schiss, Mathieu. Aber du hast recht, wir sollten den Deutschen zeigen, wo es lang geht. Ja. Dort probieren wir es. Warten Sie. Der Typ da, das ist doch ein Deutscher, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Ja. Kripo, habe ich recht? Ja. Der Chef der Frankfurter Mordkommission. Ich stelle ihn dir vor. Kommissar Etchegoyen von der Sitte, da das eine Prostituierte ist. Monsieur, kommen Sie mal. Sie hätte die Tür verriegeln können. Warum hat sie es nicht getan? Ich war im Abteil nebenan und habe nichts gehört. Ich habe sie seit einer Woche beobachtet. Das heißt, Sie wussten Bescheid über das Mädchen? Würden Sie mir verraten, ob der Mörder ahnte, dass Sie ihm auf der Spur sind? Woher soll ich das wissen? Tja, woher? Sorte, hier auf dem Bahnhof holt man sich leicht einen Schluck. Ja, ja. Da vorne ist ein Restaurant. Kommen Sie bitte mit. Die Geschäfte der Zuhälter in Frankfurt gehen gut. Sie haben Ihre Mädchen mit den Papieren in der Hand. Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen. Die meisten von ihnen kommen aus dem Ausland. Ja. Was hat sie auf die Spur der zweiten gebracht? Der Mord an der ersten. Eine Südamerikanerin. Wie die zweite. Sie arbeitete im selben Eros Center in Miami. Ich fürchte, das wird wohl nicht die letzte sein. Das befürchte ich auch. Diese Morde sind nicht das Werk eines Serientäters, der seinen Kick hat, wenn er mit dem Rasiermesser spielt. Das ist die Arbeit eines Killers. Allergie? Allergie? Nein, nein, nichts weiter. Das ist für dich. Damit du noch hübscher aussiehst. Komm her, meine Süße. Komm her. Thank you.
Bitte weg! Lass mich los! Ich habe eine Menge Verantwortung in meinem Job. Immer muss ich befehlen, verstehen Sie? Da brauche ich es hin und wieder umgekehrt, sonst brennt die Sicherung durch. Für dich macht das 300 Mark. Wie du meinst, Herrin. Es wird dir noch leid tun, dass du hergekommen bist. Morgen auf Südwest drehend. Die weiteren Aussichten: bei zurückgehenden Temperaturen wechselnd, vielfach stark bewölkt und vor allem am Sonntag Schauer. Das waren die Nachrichten. Fünf Minuten ist es. Ich kann nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr ertragen. Stau oder stockender Verkehr? Diese kaputten Typen, die mir die Gesundheit ruinieren. Verzeihen Sie die Störung, meine Damen, aber an die Arbeit, los! Kein Moos ansetzen, wir haben Kundschaft. Draußen ist Messe. Halt. Du bleibst hier. Was ist? Was habe ich getan? Warum hast du Angst? Habe ich dir schon mal was getan? Komm mit. Erkennst du sie wieder? Selbstverständlich. Ich erinnere mich. Was soll ich damit? Ein Kilo 80%iges Heroin. Wenn ich 100.000 Dollar auf dem Boden liegen sehe, hebe ich sie auf. Da mache ich nicht mit. Trotzdem wirst du es nach Frankreich bringen. Nein, niemals. Das läuft nicht. Sag nie niemals. Es gibt Worte, die sind so endgültig wie der Tod. Man sollte sie vermeiden. Ist mir doch egal. Ohne mich. Ich habe auch nicht unbedingt von deinem Tod gesprochen. Keine Angst, ich bring sie soweit. Und womit setzt du das Mädchen unter Druck? Ich habe ihre Tochter, aber das ist meine Sache. Deine Sache ist es, die Hurensöhne zu finden, die unseren Mädchen im Zug die Kehle durchschneiden. Bei der nächsten bin ich geliefert! Ankara hat mich schon gewarnt. Damit das klar ist, Kemal, du wirst deine kleine Französin begleiten, ganz unauffällig. Meinetwegen kann er sie umlegen, um an das Kilo ranzukommen. Das ist mir scheißegal, hörst du? Aber ich will wissen, wer es ist.
Hast du verstanden? Klar. Am Gleis 3, bitte einsteigen. Türen schließen selbstständig hin. Vorsicht bei der Abfahrt. Salut, ihr beiden. Was macht ihr denn hier? Söhne von Polizisten und stolz darauf. Schön. Hast du vergessen, dass heute unser Sonntag ist? Oh mein Gott. Du sollst nicht immer meine T-Shirts anziehen. Du ballst die aus. Ich weiß, aber wie geht's Maman? Hör endlich auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Sie ist deine Ex. Also nicht deine Mutter, sondern meine. Also sag nicht Maman, sondern deine Mutter. So ist das. Wir haben nicht die gleiche Mutter. Also frag mich, wie geht's deiner Mutter oder wie geht's meiner Ex? Aber mach dir keine Sorgen, es geht beiden gut. Vor allem meiner Mutter. Ich gehe unter die Dusche. Ich an deiner Stelle würde zweimal duschen. Hallo? Wer? Beatrice? Na klar. Quatsch nicht so schnell, ich verstehe kein Wort. Beatrice? Ein Kilo? Mehr nicht? Nein, nein, du hast das schon richtig gemacht. Ich kann nur nicht glauben, dass du es bist. Selbstverständlich glaube ich dir, aber du weißt, das ist keine Kleinigkeit. Ich kann nicht mehr. Ich bin total am Ende. Ich habe keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. Pass auf, ich schicke dir jemanden vorbei, den du vertrauen kannst. Bis dahin bleib, wo du bist.
Beatrice? Ja. Anders schickt mich, du weißt warum. Mein Name ist Clara. Los, komm. Echigoyen, mein Freund aus dem Baskenland. Warum tust du das für mich? Aus Interesse. Na komm, auf geht's. Zieh dich wieder an, tut mir leid, aber ich habe was anderes zu tun. Lass mal schauen. Sie können mich mal, Kommissär. Hör zu, ich mache dir einen Vorschlag. Nenn mir deine Kontaktperson in Paris und ich kümmere mich um den Rest. Na, was hältst du davon? Ich soll jemanden verpfeifen? Nein, da gehe ich lieber auf den Strich. Ein Kilo. Da musst du ganz schön anschaffen. Aber diesmal wird's brenzlig werden, weil sie dir sicher nicht glauben werden. Du bringst ihren Laden durcheinander mit deiner Scheiße, also werden sie dich einfach eliminieren. Das gibt großen Ärger. Ich kenne diese Typen, Beatrice. Das gibt Ärger. Überleg es dir gut. Überleg es dir. Das Beste ist, du setzt dich jetzt schnellstens ab. Glaub mir. Nein? Nein. Warte mal. Meine kleine Tochter, sie heißt Chloe und ist erst 4. Ich darf sie nur sehen, wenn sie es erlauben. Ich weiß nicht, wo sie verstecken. Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Weil sie nicht von dir ist und weil sie keinen Vater hat. Ich kenne kein Gesetz, das einer französischen Prostituierten verbietet, in Deutschland eine Tochter zu haben, die nicht von mir ist und die keinen Vater hat. Ich bin am Ende, Anders. Kannst du mir nicht helfen? Ich helfe dir und du mir. Wir helfen uns. Hm? Bist du etwas sauer? Du bittest mich, am Sonntagmorgen diese Nutte vom Bahnhof abzuholen. Ich tu dir den Gefallen und du schmeißt mich raus. Geh bitte hoch zu ihr. Ich will sie nicht allein lassen. Hier mein Schlüssel. Und wo willst du jetzt hin? Zu unserem Boss mit deinem Auto. Gib mir mal den Schlüssel. Wer ist diese Tante? Na ja, ich habe diese Tante vor 5 Jahren aus den Augen verloren, verstehst du? Und dann auch noch mit meinem Auto. Man sollte Privatleben und Arbeit nicht vermischen. Ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen, Monsieur, heute an einem Sonntag. Merci. Und was haben Sie auf dem Herzen? Wissen Sie, es geht um das Speakeasy, um diesen Nachtclub, der von Luciani und seinen Freunden geführt wird. Den wir erst letzte Woche geschlossen haben, wenn ich recht informiert bin. Genau. Ich möchte, dass wir die Schließung, sofern Sie einverstanden sind, wieder aufheben. Und warum, wenn ich fragen darf? Wir erlauben, dass der Laden wieder geöffnet wird und die Korsen erweisen uns im Gegenzug einen kleinen Freundschaftsdienst. Es hat dort einen Toten gegeben. Stimmt. Eine Schlägerei mit bösem Ausgang. Eine Schlägerei mit einer Flinte. Sie kennen doch die Korsen und ihre Vorliebe für Waffen. Lassen Sie die Scherze, Echigoyen. Wir haben schon viel seriösere Lokale wegen weniger geschlossen. Ja. Yeah. Und dürfte ich erfahren, was Sie von den Korsen wollen? Ein Kilo Heroin, Monsieur le Kontrolleur General. Ist das alles? Nicht mehr und nicht weniger. Sagen Sie, Echigoyen, glauben Sie wirklich, ich würde bei solch einem Kuhhandel mitmachen? Ehrlich gesagt, nein, aber ich bin dabei, einen Köder auszulegen, eine ganz heiße Sache. Da müssen Sie eine andere Lösung finden. Ich sage nein. Sie reiten mich ganz schön in die... Sie machen es mir nicht leicht, Monsieur. Außerdem fällt das nicht in Ihre Ressort. Das sind Drogen mit im Spiel. Drogen und Nutten, heutzutage geht das eine nicht mehr ohne das andere. Ich habe da eine bessere Ausgangsposition als das Rauschgift, die Ich kann das nicht mehr hören. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf.
Sollten wir uns vorher nicht mehr sehen, sagen Sie mir, wie es gelaufen ist. Der Stoff ist vom Feinsten, Kommissär. Ich höre davon Ihnen. Das hoffe ich für dich, Luciani. Sonst kannst du deinen Nachtclub in ein Schraublager umfunktionieren. Bis dann. Salü. Malo et Pinas. Dass sie nicht mehr aus den Augen. Ich will ihn von vorne, von hinten, von der Seite, das komplette Familienbild. Ich habe alles im Kasten. Für euch auf dem Finanzamt ist das doch ein Kinderspiel. Aber ich will alles, klar? Lebenslauf, Steuererklärung, Versicherung, Bankauszüge, ja, alles. Ich verlasse mich auf dich, Sally. Der Beruf von Fernand Vallée. Da bin ich aber gespannt. Ich schätze, da kommst du nie drauf. Vollzugsbeamter in der Gefängnisverwaltung. Und dann noch Hauptinspektor. Ein Knastwärter. Jetzt kapiere ich auch endlich, wie der Stoff da reinkommt. Na klar, es gibt ja ausreichend Kundschaft da drin. Haben wir eine Akte über ihn? Nein, nichts. Um Knastwärter zu werden, muss man ein unbeschriebenes Blatt sein. 43 Jahre alt, wohnt mit Frau und Kind seit 5 Jahren in derselben Wohnung. Und halt dich gut fest, er ist seit 20 Jahren in der Santé angestellt. Man kann ihm also nichts vorwerfen. Bon. Ich wohl in der Klasse. Das ist meine Tochter, ja. Das ist auch erzählt, ne? Und einfach für mich. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 9. Ja, 9 ist ein schönes Alter. Da brauchen Sie Ihren Vater ganz besonders. Hören Sie, ich verkaufe. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen. Ich kann nicht. Was verkaufen Sie denn nun? Wetten, dass ich es Ihnen sage? Was soll dieses Spielchen? Gut, ich sag's Ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Das ist weiß, wird grammweise verkauft, hat einen schönen Namen und macht das Gehirn kaputt, ne, Demmerts? Wer sind Sie? Andessa Chigoyen. Das sind Sie? Ja, wie er lebt und lebt. Ach, da kommt der Frederik. Es tut gut, seinem Sohn einen Kuss zu geben, hä? Na? Ich könnte dich hier auf der Stelle sofort verhaften. Vor deinem Sohn. Hier, vor der Schule, vor all den Eltern. Der lässt einen bleibenden Eindruck. Ach so, und ganz zu schweigen von den Fotos im Parisien. Mein Gott. Ja, mein Lieber, die Fotos sind echt scharf. Hier, wirf mal einen Blick drauf. Darf ich auch mal? Einen Moment, jetzt nicht. Hey, Kleiner, komm mal her. Was machen Sie da? Erkennst du das? Na klar, das ist unser Landhaus. Guck mal, Papa. Ach ja, wo du das Geld für dieses hübsche Häuschen hier hast, wirst du auch erklären müssen. Du weißt ja, dass sich der Zoll auch in Drogenangelegenheiten einmischt. Die werden dir auf die Schliche kommen. Ich fürchte, du wirst das Haus bald nur noch als Foto besitzen. Das Foto ist ein Geschenk des Hauses. Ist doch nett, oder? Ich habe ganze Arbeit geleistet. Weil ich nur einen Job mache, falls du verstehst, was ich meine. Was soll ich jetzt tun? Hm? Für mich ein Cognac, bitte. Ein Grenadin. Bonjour, Vallée hier. Geht so. Ich habe hier einen meiner früheren Klienten. Nein, er hat jetzt ein paar Mädels laufen. Bei denen lege ich sogar meine Hand ins Feuer. Er braucht für seine Mädchen, Sie wissen schon was. Das Übliche, hat er gesagt. Francis Renard. Ja, Renard. Gut gemacht, mein Freund. Tja. Hier, der Cognac ist für dich. Gönn dir noch mal einen. So was Gutes gibt's im Gefängnis nicht. Naja, und weil ich dir nicht ganz vertraue und um deine Sicherheit besorgt bin, habe ich eine Idee. Wir verhaften dich. Aber wieso denn? Monsieur Vallée, Sie werden beschuldigt, gestohlene Kreditkarten in Umlauf gebracht zu haben. Sie sind festgenommen. Sie Mistkerl.
Schließlich retten wir ihr Leben. Ich nehme deinen Cognac, in Ordnung? Macht's gut, Freunde. Na los. Nimm's nicht persönlich. Brinkmann, wir kennen uns doch nun wirklich sehr gut. Also vertrauen Sie mir. Ja, ja, wir. Wir kennen uns, aber er. Man hat mir von seinen Arbeitsmethoden erzählt. Stimmt, die sind manchmal äußerst ungewöhnlich, aber dafür sehr effektiv. Effektiv? Das bei uns nicht populär, Roche-Blondin. Was heißt das? Natürlich soll er kommen. Ich danke Ihnen vielmals. Au revoir. Worauf warten wir? Naja, auf dem Papier ist Ihr Plan ja ganz überzeugend, aber... Jetzt fragen Sie bloß nicht, ob ich für die Sicherheit von Beatrice gerade stehe. Also? Ich wünsche Ihnen viel Glück. Mach doch nicht solch einen Aufwand. Haltet mich nicht für schwachsinnig, aber... Gut, ihr habt mich rumgekriegt, in Ordnung? Ihr habt mich umgekrempelt. Darauf könnt ihr euch was einbilden. Ihr seid wirklich Scheißbullen. Ja, stimmt. Aber ich mag euch. Ich hab mir immer eine Familie gewünscht. Versteht ihr? Eine Familie. Beatrice, wenn du nicht willst, musst du nicht fahren. Niemand hindert dich daran, jetzt aufzustehen und zu verschwinden. Du hast die Kohle. Du kannst das auch alleine durchziehen. Ich hab schon immer gewusst, du bist ein ganz Schlauer. Du pokerst nur hoch, wenn du am Gewinnen bist. Beatrice, das kann ziemlich brenzlig für dich werden. Und es funktioniert nur, wenn du uns vertraust. Und mein Kind? Wir sind uns einig. Was ist das? Was? Ein Fernglas. Ältere Leute sagen auch Opernglas dazu. Damit siehst du alles größer und näher. Ach ja? Den Eingang von Miami zum Beispiel. Und das da, hast du das auf der Polizeischule gelernt? Nein, im Kino. Ha! Und wie funktioniert das? Durch Sprachsteuerung. Dieser Kassettenrekorder reagiert auf Stimmen und ist auf den Mikrosender abgestimmt, den ich an Beatrice' Handtasche befestigt habe. Ein Druck auf diesen Knopf hier und wir hören alles, was um sie herum gesprochen wird. Ich sollte vielleicht öfter ins Kino gehen. Aha. Ich habe ja nichts dagegen, dass du deine Familienfotos mitschleppst, aber die Widmung darauf geht ein bisschen zu weit. Wir stehen doch hier noch nicht im Ring, oder? Die beiden sind schon in Ordnung. Ich gehe jetzt, bis nachher. Ich habe mal eine Frage. Schnarchst du eigentlich? Nicht, wenn ich im Sitzen schlafe. Thank you.
findet mich niemand. Nicht einmal ich selbst sollte ich mich mal verlaufen. Jedermann weiß, dass mir die chinesische Küche nicht liegt. Die beiden Typen in dem Opel, wen genau bewachen die eigentlich? Das Miami oder mein Hotel? Glauben Sie, ich überlasse Ihnen die ganze Stadt? Ich habe Ihren Plan akzeptiert. Reicht Ihnen das nicht? Ich arbeite effektiv. Soweit ich weiß, habe ich die ganze Sache angeleiert. Naja, und ich bin auch derjenige, der hierbei das Risiko trägt. Sie sind Polizeibeamter. Sie riskieren lediglich einen Arbeitsunfall. Aber das Mädchen, Beatrice, die für Sie den Lockvogel spielt, und Ihre kleine Tochter sind nicht bei der Polizei. Beatrice ist für Sie eine kleine Lotte. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden, Brinkmann. Damit das klar ist, ich werde Beatrice und ihre Tochter aus der Scheiße ziehen. Und reden Sie ja nicht noch mal in diesem Ton mit mir. Was darf ich Ihnen anbieten? Hier gibt's einen vorzüglichen Cognac. Zwei Cognac aus dem Bordeaux. Nehmen Sie es mir nicht übel. Wenn ich jemanden provoziere, lerne ich ihn besser kennen. Ich treibe die Dinge auf die Spitze. Wir haben nicht viel Zeit, stimmt's? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das hier ist Matthias Körbeke, Geschäft des Miami, in dem Beatrice arbeitet. Danke. Das hier ist deine rechte Hand, Lukas. Ja, gibt's Vorstrafen? Bagatelldelikte. Hausdurchsuchung? Hat nichts ergeben. Abhöraktion? Hat uns nicht einfach, aber hat auch nichts gebracht. Und der 80-prozentige Stoff, haben Sie eine Ahnung, wo der herkommt? Unser Labor hat bestätigt, dass das Heroin, das hier auf dem Markt ist, hauptsächlich aus der Türkei stammt. In die türkische Mafia einzudringen, ist schwierig. Eine Mafia von außerhalb, die der Cosa Nostra in nichts nachsteht. Bon. Ist alles gesagt? Fast alles. Das ist die Nummer meines Handys. Sie erreichen mich rund um die Uhr. Sonst noch was, was Sie loswerden wollen? Willkommen in Frankfurt. Glaubst du, sie kriegt das hin? Ihr bleibt gar keine andere Wahl. Ganz schön mutig von ihr, in die Arena zurückzukehren. Mutterinstinkt. Und deshalb glaubst du, darf ich da nicht mitreden? Nein, das würde ich nie behaupten. Dein Glück, das würde ich dir auch ganz schön übel nehmen. Mich beunruhigt, dass wir Valeo aus dem Verkehr gezogen haben. Stell dir vor, sie wollen ihn unerwartet sehen. Dann werden sie erfahren, dass er wegen geklauten Kreditkarten verhaftet worden ist. Du weißt ganz genau, dass es für diese Typen keine Zufälle gibt. Nein, nein. Achtung, da ist sie. Jetzt ist sie am Eingang. Sie zögert kurz. So, jetzt geht sie rein. Also, meine Hübsche. Hast du gute Nachrichten? Es funktioniert. Keine Probleme? Wie du siehst. Stelle fest, dass du gut gearbeitet hast. Meine kleine Bea, setz dich, trink etwas, relax. Wenn nur alle so wären wie du, du hast deine Eigenarten. Das stimmt schon, aber du bist ein gutes Mädchen. Ich werde mich für dich einsetzen. Du darfst morgen
deine Tochter sehen. Du darfst den ganzen Tag mit ihr zusammen sein. Zufrieden? Ja. Du weißt ja, dass ich nichts damit zu tun habe mit deiner Tochter. Morgen ist morgen. Ich gehe jetzt lieber an die Arbeit. Mach, wie du denkst. Du bist hier zu Hause. Selbstverständlich. Gut, ich weiß, wie Noten aussehen und ich weiß, wie du aussiehst. Ich kann das ganz gut unterscheiden. Warum bist du hier? Kannst du deine Ermittlungen nicht woanders durchführen? Du kennst mich doch. Ich muss alles anfassen, alles sehen und beschnuppern. Was bringt es dir, den Ort zu sehen, an dem ich mich für 100 Mark 20 Mal am Tag vögeln lassen muss? Das finde ich überhaupt nicht lustig. Glaubst du denn ich? Weiß Gott nicht. Es wird dir noch leid tun, dass du hergekommen bist. Bitte mich um Verzeihung. Mach schon los. Sieh nach unten und bitte mich um Verzeihung. Zieh dir erst mal was an. Gab's auf der Rückfahrt irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Hm? Nein. Ich hab ihm den Umschlag gegeben. Die musst du immer bei dir haben. Nicht vergessen. Klar? Ja. Bevor ich's vergesse, wir müssen so tun, als... Chloe? Ja. Morgen sehe ich sie vielleicht den ganzen Tag. Matthias hat versprochen, er will alles versuchen. Warum tut das dann nicht? Das ist nicht so einfach, da sind noch die Türken. Die Türken? Welche Türken? Brinkmann? Am Apparat, sind Sie es, Echegoyen? Ja. Halten Sie mich für einen Statisten? Nein, für den Hauptdarsteller. Warum haben Sie mir nichts von diesen Türken aus dem Bosporus erzählt? Und von dem unterirdischen Gang zu Miami? Darüber werde ich Ihnen am Telefon nichts sagen. Hören Sie zu, Brinkmann. Ich warne Sie. Mir knallen manchmal ziemlich schnell die Sicherungen durch. Damit das klar ist, falls Beatrice oder der Kleinen was zustößt, werde ich das Bosporus und das Miami in die Luft jagen. Haben Sie kapiert? Na, wen haben wir denn da? Anders, hier geht die Post ab. Alles glatt gegangen. Ja, wieso? Du hast also Valet das Päckchen übergeben. Hören Sie mir überhaupt zu? Wir sehen uns. Und dafür hat dir Valet einen Umschlag gegeben. Ganz genau. 150 Eier. Ich hab nachgezählt. Hat sich das wirklich so abgespielt? Aber natürlich, Kemal. Ganz sicher? Ich weiß nicht, denn jetzt sieh gut her. Der Stoff, den du angeblich Valet verkauft hast, hier ist er. Ich habe ihn. Und jetzt soll uns diese kleine Hure sagen, woher das Geld kommt.
Verdammt. Da haben wir den Mist. Der Lieferant hat seine eigene Ware verschwinden lassen, um das Mädchen zu testen oder was weiß ich. Und wir sind voll drauf reingefallen. Wie blutige Anfänger, oh Mann. Eine Spitzenleistung. Es war ja nicht mein Fehler. Riesig, toll. Verstehst du, wir liefern und du leitest weiter. Jeder hat seinen Job. Und du machst deinen schlecht. Kemal, wir haben die Kohle gekriegt. Das waren sicher nicht ihre Ersparnisse. Hör zu. Ich habe dieses Spielchen gespielt, um herauszubekommen, wer uns verrät. Man hat deinen beiden Mädels die Kehle aufgeschnitten. Es muss also jemand den Killer informiert haben, mit welchem Zug sie fahren. Er sagt, dass es Beatrice war. Wenn sie mit der Sache nichts zu tun hat, warum hat sie uns dann nicht gesagt, dass ihr die Ware im Zug gestohlen wurde? Oder dass sie sie weggeschmissen hat, aus Angst vor den Zöllnern? Das kann schließlich mal passieren. Nicht nur, dass sie uns von all dem nichts erzählt hat. Nein, sie bringt uns auch noch die passende Summe mit. Woher stammt das Geld? So wie dieser Kemal sich bei Körbecke aufführt, dürfte er der Chef sein. Ja. Er ist der Lieferant und Körbecke bringt den Stoff in Umlauf. Ist doch schon was. Mhm. Geh schon. Ich habe mit ihr noch was zu besprechen. Hier? Sieh lieber zu, dass du mit Valet telefonierst. Ich lass nicht locker, Bea. Also sag mir, von wem hast du die Kohle? Von, als ich gemerkt habe, dass der Stoff geklaut ist, habe ich Angst bekommen. Da ich wusste, dass ihr mir das nicht glaubt, habe ich einen Freund um Hilfe gebeten. Siehst du? Es tut gut, die Wahrheit zu sagen. Ja. Das tut wirklich gut. Es ist aber nicht die Wahrheit. Doch! Ich schwör's dir. Geh mal. Gut, aber wer war das Mädchen, das dich am Gardelest abgeholt hat? Eine Freundin. Und was für einen Beruf hat deine Freundin? Keine Ahnung, ich glaube, Monika. Woher? Wer ist das Mädchen? Zieh dich an, wir gehen. Das sieht wirklich nicht gut aus. Verdammt, ich höre nichts mehr. Shit! Gib dir keine Mühe, sie hat ihre Handtasche nicht mit. Wenn sie mit ihm weggeht, sehen wir sie garantiert nie wieder. Wir müssen uns schnell was einfallen lassen. Du bist gut, ich habe auch kein Patentrezept. Lass uns nachdenken. Weißt du noch das Ding mit Jean-Paul? Dafür brauchen wir zwei Autos. Worauf warten wir noch? Lass mich los! Pfoten hoch und aussteigen. Los, mach schon. Entschuldigung, aber ich hab's eilig. Das gibt's ja wohl nicht, dieses Arschloch. Geh nur, Cherie, und mach dir keine Sorgen um Chloe. Ich kümmere mich schon um sie. Und Sie bleiben bitte hier und halten sich für die Unfallaufnahme bereit.
Sie werden erwartet, Herr Chigoyen. Zweiter Stock. Ich möchte mich bei Ihren Männern entschuldigen, die ich vorhin gescheucht habe. Ich weiß, unter Kollegen macht man sowas nicht. Naja, wo ist Beatrice? An einem sicheren Ort. Wir sind dabei, sie zu befragen. Sie muss sich an die geringsten Kleinigkeiten erinnern, wenn wir den Ort herausfinden wollen, an dem die Kleine festgehalten wird. Ja, aber jetzt erzählen Sie mir von den Türken. Sie meinen, die türkische Mafia. Meinen Sie, ich bin Ihr Hampelmann? Warum haben Sie diesen Kemal nicht erwähnt? Um meinen wichtigsten Mann nicht zu gefährden. Er arbeitet im Bosporus. Aber Sie haben recht. So wie die Dinge liegen, sollten wir einander vertrauen. Von mir aus gerne. Darf ich Ihnen Ernst Demirel vorstellen? Ein außergewöhnlicher Polizist. Herr Kommissar? Ist Demirel nicht ein türkischer Name? Keiner ist perfekt. Herr Demirel wirkt unauffällig. Erklären Sie es ihm. Auf der deutschen Seite bin ich Polizist. Auf der türkischen Seite? Bin ich für das Heizungssystem im Bad Bosporus verantwortlich. Verstehen Sie, wenn das rauskommt, ist Frau Demirel Witwe. Na bitte. Sehr gut. Dann sollten wir also ab jetzt zusammenarbeiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Geschäftsgrundlage. Ja. Übrigens, haben Sie schon Kontakt aufgenommen mit Körbeke? Bis jetzt noch nicht, nein. Monsieur Körbeke, bitte. Wer möchte mit ihm sprechen? Francis Renard. Von wo aus rufen Sie an, Monsieur Renard? Von hier, ich meine aus Frankfurt. Sehr gut. Wir treffen uns an der alten Brücke um 18 Uhr. Und kommen Sie allein. Was soll's? Naja, ich ziehe es vor, verdeckt zu arbeiten, wie Sie. Nein, 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 ich hab dir schon 100 Mal gesagt, Roman, du kannst deinen Bruder kritisieren, aber nicht vor anderen. Weil es nervt. Doch, aber klar. Erst recht beim Rugby. Gut, gib Vincent einen Kuss und auch Maman. Ich meine deiner Mutter. Meiner Ex. Bis dann. Diese Dinger hier sind wirklich praktisch. Monsieur Renard? Exakt, genau der bin ich. Aber Francis reicht. Haben Sie es leicht gefunden? Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Rendezvous für Sie. Wenn Sie Valet im Knast kennengelernt haben, dann waren Sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Damals hatte ich ein kleines Rendezvous mit meinem Schicksal. Sehen Sie es mal so. Und Valet? Wie geht es ihm? Na ja, ich habe gehört, dass er in eine Geschichte mit Kreditkarten verwickelt ist. Wenn seine Zellennachbarn rauskriegen, dass er Knastwart war, dann hat er verschissen. Schöner Mist. In welchem Hotel wohnen Sie, Monsieur Renard? Im Ritz. Sie sagen wohl nie was. Hä? Der kann wohl nicht sprechen. Monsieur Renard, kommen Sie. Gut, gehen wir.
Söhne von Polizisten und stolz darauf. Ich habe vorhin mit Ankara gesprochen. Ich darf mir keinen Fehler mehr erlauben, sonst kann ich ins Altersheim gehen oder lande auf dem Friedhof. Das stimmt. Es sieht so aus, als ob dich jemand vom Thron stoßen will. Du schickst Beatrice ein Ohr von ihrer Tochter. Sie wird reden und uns sagen, wer die verdammten Hurensöhne sind, die mir meine Geschäfte versauen. Beatrice ist verschwunden. Ich habe alle Krankenhäuser durchgecheckt, alle Kliniken. Keine Spur von ihr. Bitte, Monsieur. Da? Hier rein. Ziehen Sie alles aus. Das habe ich schon verstanden. Sie werden sehen, Monsieur Renard. Sie sind nicht mehr der gleiche, wenn Sie hier wieder rauskommen. Das glaube ich gern. Das morgenländische Flair. Ich mag keine Zuhälter, Monsieur Renard. Ich auch nicht. Es war ein Wunsch meiner Eltern. Ich hüte mich vor Leuten, die einen guten Eindruck auf mich machen. Aber ich versichere Ihnen, Sie, Monsieur, sind mir sehr unsympathisch. Sehr schmeichelhaft, ehrlich. Das freut mich wirklich sehr. Was suchen Sie? Regelmäßige Lieferung. Ein Kilo als Versuch gleich und wenn alles gut läuft, 10 pro Monat. Selbstverständlich kümmere ich mich um den Transport. Misstrauisch? Nein, vorsichtig. Die letzten Mädchen aus dem Miami hatten eine ziemlich schlechte Reise. Sie kümmern sich um zu viele Dinge, Monsieur Renard. Ja. Sehr unsympathisch, oder? Sehr. Aber ich liebe es, mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ich nicht mag. Okay. Okay. Körbeck setzt sich mit Ihnen zusammen und regelt die Details.
Und noch was. Unser Haus gibt keine Kredite. Nein, nein, nein. Keine Angst, ich bin jetzt auf Taxi umgestiegen. Sag ihm, dass er kommt. Echegoyen kommt. Allein? Clara macht Shopping. Wo sind wir hier? Bei Frau Hoffmann, der Witwe eines Kollegen, der im Dienst sein Leben verloren hat. Sie hilft uns manchmal. Anders, wo ist meine Tochter? Der da will mir nichts sagen. Beatrice hat uns von ihrem letzten Besuch bei ihrer Tochter erzählt. Und dem Blumenstrauß, den die Kleine dort gepflückt hat. Ich habe diese Blumen ins Labor geschickt. Vielleicht ergibt sich eine Spur. Ein Blumenstrauß und damit wollen Sie meine Tochter finden? Täusch dich nicht, mit Mikroskopen ist heute eine ganze Menge möglich. Ein bisschen kannst du uns schon vertrauen und jetzt beruhige dich. Geh schon. Nicht schlecht, das mit dem Blumenstrauß. Das ist noch nicht alles. Es hat geklappt? Mhm. Bravo. Bravo. Das sind umgerechnet 200.000 von Ihren Fonds. Sehr gut. Damit kaufe ich hier ein Kilo und das nimmt Clara dann im Schlafwagen mit nach Paris. Sie reist unter den gleichen Bedingungen wie die beiden Opfer. Sie erwarten, dass der Täter während dieser Reise wieder zuschlägt. Zur Not wiederholen wir das 10-mal. Denn irgendwann kommen die Wölfe aus dem Wald. Hm? Ist so ein französisches Sprichwort. Hm. Sie verlangen sehr viel von mir. Sie setzen das Leben Ihrer Mitarbeiterin aufs Spiel. Was wollen Sie eigentlich, Brinkmann? Machen Sie so weiter und zählen Sie die Leichen. Entschuldigung, dass ich störe. Aber könntet ihr vielleicht auch mal an mein kleines Mädchen denken? Und nicht nur an die billigen Tricks von euch bescheuerten Bullen? Meine Tochter interessiert euch doch überhaupt nicht! Pass auf, hör zu. Beatrice, glaub mir, ich werde deine Tochter finden. Mir wäre am liebsten, wir hätten sie bereits. Und ich könnte zurück nach Paris fahren, wo meine Jungs auf mich warten. Ohne zu zögern würde ich diesem Herrn hier seine Nutten und Dealer überlassen. Klar? Ja? Man kann sagen, dass Sie sich Affären sehr zu Herzen nehmen. Das ist einer meiner größten Fehler. Ist das alles, was du heute mit nach Hause bringst? Die Konkurrenz wird immer härter. Ich kann's nicht ändern. Was hast du mit dem Foto gemacht? Ich hab's nicht angefasst. Ganz sicher? Was soll ich denn mit diesem Foto? Das sind doch nicht meine Jungs. Scheiße. Es ist nicht mehr da, verdammt. Da steht drauf, dass ich ein Bulle bin, ist dir das klar? Und jetzt? Ich wollte mich gerade als Nutte verkleiden. Soll ich jetzt wieder als Polizistin gehen? Verdammt, was weiß ich. Shit. Ich hätte wirklich dran denken müssen, dass sie unser Zimmer durchsuchen, so ein Mist. Ich hab's nur nicht versteckt, weil du mich vollgequatscht hast. Anders, wir sind in einer knappen Stunde in einem Nachtclub mit Dealern verabredet, um Drogen mit dem Geld eines deutschen Polizisten zu kaufen. Also, soll es jetzt das kurze Kleidchen sein oder die kugelsichere Weste? Lass mich mal kurz nachdenken.
Es bleibt dabei. Wir ziehen's durch. Hätte einer dieser Jungs das Foto gefunden, hätte er es höchstwahrscheinlich wieder hingelegt. Um mich in Sicherheit zu wiegen. Nimm mich an. Ein kleines Detail hast du vergessen. Klein, aber gefährlich. Wenn Kemal heute Abend auch kommt, wird er mich erkennen. Mir ist eingefallen, dass er mich schon mal gesehen hat, als ich ihm seinen Mercedes zu Schrott gefahren habe. Ach, verdammt. Aber mach dir keine Sorgen. Ich hab mir was einfallen lassen, Anders. Halt dich fest, ich komme! Du stehst doch auf blond, oder? Hier ist der Stoff. Und hier die Kohle. Franziska, die Beatrice, ja, den Edmund, Casa, ja. Herokaile, Tante, alles dabei? Ich sehe gerade lässt den Alarm. Schnuckliger 38er Chérie. Beatrice, ja, wenn beste Lady. Ja, alle Jahre Schiss. Ich bitte um Entschuldigung. Du ein. Lukas. Ida. Matthias. Franziska. Und leider da. Hayata Brakal. Belki Ichimise, Jarga Billet. Familiengeschichte, Entschuldigung, Mama. Abgleis 3 steht der Zug Nummer 7248 nach Paris zu Abfahrt Wald. Wir dürfen jetzt keinen Fehler machen. Aber keine Angst, ich bin nebenan. Gut. Hab keine Angst. Nein, hab ich auch nicht. Okay, ich bin gleich nebenan. Klar? Sicher. Ja, ja, ist schon gut. Na dann. Anders! Was ist denn? Verdammt doch mal! Kannst du mir verraten, was das soll? Mein Gott. Komm, also, küss mich. Aber nur das eine Mal. Wir müssen uns früher halt leben. Thank you.
Kemal! Anders! Es war Kemal! Nimm ihn, ist geladen! Genau in der Schusslinie. Aber ich... Sie haben ihn erkannt. Es war Kemal. Ich hab's nicht gerafft. Tut mir leid, dass... Dass Sie ihn nicht erschossen haben? Dass ich ihn nicht verhaftet habe. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Wagen. Los, gehen wir. Die 380-204 in Ankara. Sind Sie es, Mostar? Hier ist Kemal. Ich rufe Sie an, bevor es vielleicht zu spät ist. Heute Nacht ist schon wieder eins von den Mädchen überfallen worden. Kamon ist überfordert. Er wird für uns alle langsam zum Risiko. Liquidieren. Habe verstanden. Kemal, guck mal, eiskalt verging sich Friseurchef an seiner Auszubildenden. Sie, na klar doch, aber dann schon die richtige Nummer. Ich hab mit 14 angefangen zu töten. Kemal, wir sind doch Partner. Ruf Lukas über die Sprechanlage, sag ihm, er soll sofort kommen. Was fällt denn dir ein? Ich will jetzt Kamon anrufen. Mach, was ich sage. Okay. Lukas? Komm mal rauf. Scheiße, Mann. Du spinnst doch. Hey. Spinnst doch. Trink mal. Kein Wort mehr. Du bist zu jung, um zu sterben. Töte ihn. Hey, Scheiße, Mann. Hey, geh mal. Verdammte Scheiße, was willst du? Willst du Geld oder was? Scheiße! Geld? Töte ihn, oder du stirbst in diesem Büro. Los, mach schon! Lukas, du bist ich. Du bist ich. Lass die Knarre fallen. Sehr gut. Gehen wir. Sensibel? Ja. Ja? Erst Körbiger und jetzt Lukas. Man könnte sagen, die Leitung von Miami.
hat abgedankt. Das kann man so sagen. Genau. Ja. Der arme Lukas hat scheinbar Bekanntschaft mit einem wildgewordenen Rasiermesser gemacht. Mit dem von Kemal. Behaupte ich mal. Warum, glauben Sie, hat Kemal zuerst die beiden Mädchen aus dem Miami umgebracht und sich dann die Chefs vorgenommen? Er will Carmen in den Augen seiner Bosse in Ankara in ein schlechtes Licht setzen. Und seinen Platz einnehmen. Der Kleine will den Großen fressen. Ein klassischer... Herr Kommissar Brinkmann! Ein Anruf! Ich beantrage einen Haftbefehl für Kemal wegen Mordversuchs an unserer Kollegin Franco Neri und lasse seinen Steckbrief verteilen. Nein, wir müssen auf die Rivalität zwischen den Türken setzen. Ich werde Kemal einen Handel vorschlagen. Er sagt mir, wo die Kleine steckt, oder ich verpfeife ihn an Carmen. Verstehen Sie? Ich werde Probleme bekommen. Ach, Probleme, Probleme! Das Labor ist dran. Ja. Brinkmann. Gratuliere und sag auch den anderen meinen Dank. Ich hatte nicht sehr viel Hoffnung. Ja, ich setze meine Leute in Bewegung. Die Blumen haben uns auf die Spur gebracht. Die Erde, der Belag auf den Blättern, was weiß ich. Das Labor hat im Norden der Stadt eine Zone eingegrenzt. In der Siedlung leben 84 türkische Familien. Nicht schlecht. Was halten Sie davon? Gute Arbeit. Kompliment, Brinkmann. Ich muss wirklich sagen, gute Arbeit. 84 türkische Familien, unbescholtene Bürger. Sich da durchzufragen, dass wir Zeit brauchen. Ich lasse das Bosporus umstellen. Sobald wir die Kleine gefunden haben, schlagen wir zu. Okay. Sie machen sich Sorgen. Wie weit sind Ihre Leute? Wie viele Familien? 54. Noch 30 Familien. Schneller kommen die nicht voran. Beatrice. Scheiße. Ich verschwinde ins Miami und nehme den unterirdischen Gang zum Bosporus. Und Sie rufen Ihre Männer klar. Ich kann Sie nicht aufhalten. Tun Sie mir einen Gefallen. Nehmen Sie meine. Auf geht's. Warte, ich komme mit. Tut mir leid. Gib mir meine Tochter wieder. Du Mistschwein. Traust du mir etwa zu, dass ich ein kleines Kind einfach von seiner Mutter trenne? Einen Schritt weiter und ich schieße! Wenn du schießt, erfährst du nie, wo wir die Kleine versteckt haben. Na los, schieß schon. Schieß. Ist gar nicht so leicht. Bei meinem ersten Mord habe ich gekotzt. Aber später dann, nach dem 5., 6. Mal, gewöhnt man sich dran. Sowas macht man nicht mit mir. Ach, was du nicht sagst. An die Wand, du Schwein! Und jetzt hörst du mir mal gut zu, Kemal! So, mein Freund, ich bin großer Sentimentaler, mit Hang zur Tragödie. Das Leben ist eine Geschichte, die von einem schwachsinnigen Idioten erzählt wird. Und sie ergibt keinen Sinn. Ich mag kein Happy End, ich will Tränen und Blut. Komm, spuck's aus, raus damit. Wo steckt die Kleine? Oder hättest du's? Lieber mit der Peitsche. Madame ist eine Spezialistin auf dem Gebiet. Na, was ist? Los, ich höre. Fragen Sie Carmen. Carmen? Du zuerst. Ich warne dich, Kemal. Sei vorsichtig. Er hat nichts mehr zu befürchten. Weder Schnupfen, noch Durchfall, noch Syphilis.
Nur das jüngste Gericht. Ja, nur das jüngste Gericht. Dann bist du jetzt der Chef hier, hä? Ich hoffe, dein Freund da macht nur einen Scherz, weil... Ihr müsst wissen, ich bin nämlich ein ziemlich schwieriger Junge. Nicht einschlafen, Beatrice. Hörst du? Ja. Mein Märchenprinz. Hey. Was ich dir sagen wollte. Ich bin froh, dass du mir über den Weg gelaufen bist. Ja. Ich auch, Anders. Unsere erste Begegnung im Kino damals, sag, erinnerst du dich? Und danach sind wir Eis essen gegangen. Puh, war das ein Eis. Ich esse immer Eis nach dem Kino, hast du gesagt. Oh. Und die Doors, wir haben über die Doors geredet. Come on, weißt baby. Come on, baby, light my fire. Und dieser komische Witz. Ach ja, der Witz. Nehmen Sie endlich Ihren Daumen aus meinem Kaffee. Du warst so witzig. Wie ging der Witz? Na komm, nicht schlapp machen. Erzähl schon. Oh. Beatrice. Der Witz. Erzähl schon, wie ging der Witz? Das darf nur ich, hast du kapiert? Ich schlag die Leute, das ist mein Job seit 5 Jahren, verstehst du? Du machst schon Schlag zu, worauf wartest du denn noch? Komm, schlag mich, immer feste! Lass mich endlich in Ruhe! Hört dich auf! Ja, mein geliebter Scheißbulle! Diese kleine Mutter. Beatrice, weißt du, welchen Film sie damals gespielt haben? Hä? Hey. Weißt du nicht mehr? Manche mögen es heiß. Mustafa. Nix Mustafa. Polizeimeister Demirel, du Arschloch. Los, nimm die Hände hoch. Nimm die Hände hoch. Du bist eine Schande für uns alle. Ihre kleine Tochter. Sie ist wohl auf. Sie sehen sie wieder. Haben Sie Geduld. Thank you.
Beatrice, du bist noch nicht durch den Tunnel durch, aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. Du kommst mit nach Paris und bleibst ein bisschen bei mir. Und dann reden wir über die seltsamen Eigenarten baskischer Männer. Und über die Dors. Und über die Dors. Etwa der Magen? Nein, die Nase. Ja. Nimm doch Eis. Nein. Dann nimm doch Eis. Nein. Ich nehme Eis, aber in einem Scotch. Gehen wir ins Hotel. Ich bring dich wieder hoch. Schon gut, lass mal. Ich kann schon alleine laufen. Hey, Moment. Ohne mich ist er ein Nichts. Söhne von Polizisten. Und stolz darauf. Dieses Foto mit Widmung hat Unordnung in ihr Hotelzimmer gebracht. Ja, die beiden sind schon in Ordnung. Und Sie sind ein großer Sentimentaler, stimmt's? Mit Hang zur Tragödie. Das Leben ist eine Geschichte, die von einem schwachsinnigen Idioten erzählt wird. Komm, wir gehen jetzt lieber. Na gut. Eine Frage, Brinkmann. Haben Sie auch einen Vornamen? Ja. Kommissar. Bleiben Sie noch ein paar Tage? Nein, wir fahren heute Abend im Schlafwagen. Wir fahren im Schlafwagen? Mhm. Seien Sie vorsichtig. Komm mal. Anders Echegoyen, mein Freund aus dem Baskenland. Warum tust du das für mich?
Aus Interesse? Na komm, auf geht's. Zieh dich wieder an, tut mir leid, aber ich habe was anderes zu tun. Lass mal schauen. Sie können mich mal, Kommissär. Hör zu. Ich mach dir einen Vorschlag. Nenn mir deine Kontaktperson in Paris und ich kümmere mich um den Rest. Na, was hältst du davon? Ich soll jemanden verpfeifen? Nein, da gehe ich lieber auf den Strich. Ein Kilo. Da musst du ganz schön anschaffen. Aber diesmal wird's brenzlig werden, weil sie dir sicher nicht glauben werden. Du bringst ihren Laden durcheinander mit deiner Scheiße, also werden sie dich einfach eliminieren. Das gibt großen Ärger. Ich kenne diese Typen, Beatrice. Das gibt Ärger. Überleg es dir gut. Überleg es dir. Das Beste ist, du setzt dich jetzt schnellstens ab. Glaub mir. Nein? Nein. Warte mal. Ich habe eine kleine Tochter. Sie heißt Chloe und ist erst 4. Ich darf sie nur sehen, wenn sie es erlauben. Ich weiß nicht, wo sie verstecken. Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Weil sie nicht von dir ist und weil sie keinen Vater hat. Ich kenne kein Gesetz, das einer französischen Prostituierten verbietet, in Deutschland eine Tochter zu haben, die nicht von mir ist und die keinen Vater hat. Ich bin am Ende, Anders. Kannst du mir nicht helfen? Ich helfe dir und du mir. Wir helfen uns. Bist du etwas sauer? Du bittest mich, am Sonntagmorgen diese Nutte vom Bahnhof abzuholen. Ich tue dir den Gefallen und du schmeißt mich raus. Geh bitte hoch zu ihr. Ich will sie nicht allein lassen. Hier mein Schlüssel. Und wo willst du jetzt hin? Zu unserem Boss mit deinem Auto. Gib ihm mal den Schlüssel. Wer ist diese Tante? Na ja, ich habe diese Tante vor 5 Jahren aus den Augen verloren, verstehst du? Und dann auch noch mit meinem Auto. Man sollte Privatleben und Arbeit nicht vermischen. Ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen. Thank you.
Komm schon, beeil dich ein bisschen. Ich bin krank. Unser Haus gibt keine Kredite. Nein, nein, nein. Keine Angst, ich bin jetzt auf Taxi umgestiegen. Sag ihm, dass er kommt. Eche Goyen kommt. Allein? Clara macht Shopping. Wo sind wir hier? Bei Frau Hoffmann, der Witwe eines Kollegen, der im Dienst sein Leben verloren hat. Sie hilft uns manchmal. Anders, wo ist meine Tochter? Der da will mir nichts sagen. Beatrice hat uns von ihrem letzten Besuch bei ihrer Tochter erzählt. Und dem Blumenstrauß, den die Kleine dort gepflückt hat. Ich habe diese Blumen ins Labor geschickt. Vielleicht ergibt sich eine Spur. Ein Blumenstrauß und damit wollen Sie meine Tochter finden? Täusch dich nicht, mit Mikroskopen ist heute eine ganze Menge möglich. Ein bisschen kannst du uns schon vertrauen und jetzt beruhige dich. Geh schon. Nicht schlecht, das mit dem Blumenstrauß. Das ist noch nicht alles. Es hat geklappt? Mhm. Bravo. Bravo. Das sind umgerechnet 200.000 von Ihren Fonds. Sehr gut. Damit kaufe ich hier ein Kilo und das nimmt Clara dann im Schlafwagen mit nach Paris. Sie reist unter den gleichen Bedingungen wie die beiden Opfer. Sie erwarten, dass der Täter während dieser Reise wieder zuschlägt. Zur Not wiederholen wir das 10-mal. Denn irgendwann kommen die Wölfe aus dem Wald. Hm? Ist so ein französisches Sprichwort. Hm. Sie verlangen sehr viel von mir. Sie setzen das Leben Ihrer Mitarbeiterin aufs Spiel. Was wollen Sie eigentlich, Brinkmann? Machen Sie so weiter und sehen Sie die Leichen. Entschuldigung, dass ich störe. Aber könntet ihr vielleicht auch mal an mein kleines Mädchen denken? Und nicht nur an die billigen Tricks von euch bescheuerten Bullen? Meine Tochter interessiert euch doch überhaupt nicht! Pass auf, hör zu. Beatrice, glaub mir, ich werde deine Tochter finden. Mir wäre am liebsten, wir hätten sie bereits. Und ich könnte zurück nach Paris fahren, wo meine Jungs auf mich warten. Ohne zu zögern würde ich diesem Herrn hier seine Nutten und Dealer überlassen. Klar? Brinkmann? Am Apparat. Sind Sie es, Eche Goyen? Ja. Halten Sie mich für einen Statisten? Nein, für den Hauptdarsteller. Warum haben Sie mir nichts von diesen Türken aus dem Bosporus erzählt? Und von dem unterirdischen Gang zu Miami? Darüber werde ich Ihnen am Telefon nichts sagen. Hören Sie zu, Brinkmann. Ich warne Sie. Mir knallen manchmal ziemlich schnell die Sicherungen durch. Damit das klar ist, falls Beatrice oder der Kleinen was zustößt, werde ich das Bosporus und das Miami in die Luft jagen. Haben Sie kapiert? Na, wen haben wir denn da? Anders, hier geht die Post ab. Alles glatt gegangen? Ja, wieso? Du hast also Valet das Päckchen übergeben. Hören Sie mir überhaupt zu? Wir sehen uns. Und dafür hat dir Valet einen Umschlag gegeben? Ganz genau. 150 Eier. Ich hab nachgezählt. Hat sich das wirklich so abgespielt? Aber natürlich, Kemal. Ganz sicher? Ich weiß nicht, denn jetzt, sieh gut her. Der Stoff, den du angeblich Valet verkauft hast, hier ist er. Ich habe ihn. Und jetzt soll uns diese kleine Hure sagen, woher das Geld kommt. Verdammt. Da haben wir den Mist. Der Lieferant hat seine eigene Ware verschwinden lassen, um das Mädchen zu testen oder was weiß ich. Und wir sind voll drauf reingefallen. Wie blutige Anfänger, oh Mann. Eine Spitzenleistung. Es war ja nicht mein Fehler. Riesig, toll. Verstehst du, wir liefern und du leitest weiter. Jeder hat seinen Job. Und du machst einen schlecht. Kemal, wir haben die Kohle gekriegt. Das waren sicher nicht ihre Ersparnisse. Hör zu. Ich habe dieses Spielchen gespielt, um herauszubekommen, wer uns verrät. Man hat deinen beiden Mädels die Kehle aufgeschnitten. Es muss also jemand den Killer informiert haben, mit welchem Zug sie fahren.
Er sagt, dass es Beatrice war. Wenn sie mit der Sache nichts zu tun hat, warum hat sie uns dann nicht gesagt, dass ihr die Ware im Zug gestohlen wurde? Oder dass sie sie weggeschmissen hat, aus Angst vor den Zöllnern? Das kann schließlich mal passieren. Nicht nur, dass sie uns von all dem nichts erzählt hat. Nein, sie bringt uns auch noch die passende Summe mit. Woher stammt das Geld? So wie dieser Kemal sich bei Köbeke aufführt, dürfte er der Chef sein. Ja. Er ist der Lieferant und Köbeke bringt den Stoff in Umlauf. Ist doch schon was. Mhm. Geh schon. Ich habe mit ihr noch was zu besprechen. Hier? Sieh lieber zu, dass du mit Valet telefonierst. Ich lass nicht locker, Bea. Also sag mir, von wem... Ihn nicht erschossen haben? Dass ich ihn nicht verhaftet habe. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Wagen. Los, gehen wir. Die 380-204 in Ankara. Sind Sie es, Muster? Hier ist Kemal. Ich rufe Sie an, bevor es vielleicht zu spät ist. Heute Nacht ist schon wieder eins von den Mädchen überfallen worden. Kamon ist überfordert. Er wird für uns alle langsam zum Risiko. Liquidieren. Habe verstanden. Kemal, guck mal, eiskalt verging sich Friseurchef an seiner Auszubildenden. Sie? Na klar doch, aber dann schon die richtige Nummer. Ich hab mit 14 angefangen zu töten. Kemal, wir sind doch Partner. Ruf Lukas über die Sprechanlage, sag ihm, er soll sofort kommen. Was fällt denn dir ein? Ich will jetzt Kamon anrufen. Mach, was ich sage. Okay. Lukas? Komm mal rauf. Scheiße, Mann. Du spinnst doch. Hey. Spinnst doch. Trink mal. Kein Wort mehr. Du bist zu jung, um zu sterben. Töte ihn. Hey, Scheiße, Mann. Hey, geh mal. Verdammte Scheiße, was willst du? Willst du Geld oder was? Scheiße! Geld? Töte ihn, oder du stirbst in diesem Büro. Los, mach schon! Lukas, du bist nicht. Du bist nicht. Lass die Knarre fallen. Sehr gut. Gehen wir. Ich hab mit 14 angefangen zu töten. Geh mal, wir sind doch Partner. Ruf Lukas über die Sprechanlage, sag ihm, er soll sofort kommen. Was fällt denn dir ein? Ich will jetzt Kamon anrufen. Mach, was ich sage. Okay. Lukas? Komm mal rauf. Kein Wort mehr. Du bist zu jung, um zu sterben.
töte ihn. Hey, Scheiße, Mann. Hey, geh mal. Verdammte Scheiße, was willst du? Willst du Geld oder was? Scheiße. Nein. Komm mal zurück. Lass uns reden, was willst du? Willst du Geld? Töte ihn, oder du stirbst in diesem Büro. Los, mach schon. Lukas, du bist ich. Du bist ich. Lass die Knarre fallen. Sehr gut. Gehen wir. Sensibel? Ja. Ja? Erst Körbiger und jetzt Lukas. Man könnte sagen, die Leitung von Miami hat abgedankt. Das kann man so sagen. Genau. Ja. Der arme Lukas hat scheinbar Bekanntschaft mit einem wildgewordenen Rasiermesser gemacht. Mit dem von Kemal. Behaupte ich mal. Bon. Wie alt ist denn Ihr Sohn? 9. Ja, 9 ist ein schönes Alter. Da brauchen Sie Ihren Vater ganz besonders. Hören Sie, ich verkaufe. Ich kann es Ihnen einfach nicht sagen. Ich kann nicht. Was verkaufen Sie denn nun? Dass ich es Ihnen sage. Was soll dieses Spielchen? Gut, ich sag's Ihnen. Lassen Sie mich in Ruhe. Dieses Weiß wird grammweise verkauft, hat einen schönen Namen und macht das Gehirn kaputt, ne, Demmerts? Wer sind Sie? Andessa Chigoyen. Das sind Sie? Ja, wie er lebt und lebt. Ach, da kommt der Frederik. Es tut gut, seinem Sohn einen Kuss zu geben, hä? Na? Ich könnte dich hier auf der Stelle sofort verhaften. Vor deinem Sohn. Hier vor der Schule, vor all den Eltern. Das hinterlässt einen bleibenden Eindruck. Ach so, und ganz zu schweigen von den Fotos im Parisien. Mein Gott. Ja, mein Lieber, die Fotos sind echt scharf. Hier, wirf mal einen Blick drauf. Darf ich auch mal? Einen Moment, jetzt nicht. Hier, Kleiner, komm mal her. Was machen Sie da? Erkennst du das? Na klar, das ist unser Landhaus. Guck mal, Papa. Ach ja, wo du das Geld für dieses hübsche Häuschen hier hast, wirst du auch erklären müssen. Du weißt ja, dass sich der Zoll auch in Drogenangelegenheiten einmischt. Die werden dir auf die Schliche kommen. Ich fürchte, du wirst das Haus bald nur noch als Foto besitzen. Das Foto ist ein Geschenk des Hauses. Ist doch nett, oder? Wir haben ganze Arbeit geleistet. Weil ich nur einen Job mache, falls du verstehst, was ich meine. Was soll ich jetzt tun? Hm? Für mich ein Cognac, bitte. Ein Grenadin. Bonjour, Valet hier. Geht so. Ich habe hier einen meiner früheren Klienten. Nein, er hat jetzt ein paar Mädels laufen. Bei denen lege ich sogar meine Hand ins Feuer. Er braucht für seine Mädchen, Sie wissen schon was. Das Übliche, hat er gesagt. Francis Renard. Ja, Renard. Gut gemacht, mein Freund. Tja. Hier, der Cognac ist für dich. Gönn dir noch mal einen. So was Gutes gibt's im Gefängnis nicht. Naja, und weil ich dir nicht ganz vertraue und um deine Sicherheit besorgt bin, habe ich eine Idee. Wir verhaften dich. Aber wieso denn?
Monsieur Vallée, Sie werden beschuldigt gestoppt. Geh nur, Cherie. Und mach dir keine Sorgen um Chloe. Ich kümmere mich schon um sie. Und Sie bleiben bitte hier und halten sich für die Unfallaufnahme bereit. Sie werden erwartet, Herr Chigoyen. Zweiter Stock. Ich möchte mich bei Ihren Männern entschuldigen, die ich vorhin gescheucht habe. Ich weiß, unter Kollegen macht man sowas nicht. Naja, wo ist Beatrice? An einem sicheren Ort. Wir sind dabei, sie zu befragen. Sie muss sich an die geringsten Kleinigkeiten erinnern, wenn wir den Ort herausfinden wollen, an dem die Kleine festgehalten wird. Ja, aber jetzt erzählen Sie mir von den Türken. Meinen die türkische Mafia. Meinen Sie, ich bin Ihr Hampelmann? Warum haben Sie diesen Kemal nicht erwähnt? Um meinen wichtigsten Mann nicht zu gefährden. Er arbeitet im Bosporus. Aber Sie haben recht. So wie die Dinge liegen. Ja? Man kann sagen, dass Sie sich Affären sehr zu Herzen nehmen. Das ist einer meiner größten Fehler. Ist das alles, was du heute mit nach Hause bringst? Die Konkurrenz wird immer härter. Ich kann's nicht ändern. Was hast du mit dem Foto gemacht? Ich hab's nicht angefasst. Ganz sicher? Was soll ich denn mit diesem Foto? Das sind doch nicht meine Jungs. Scheiße. Es ist nicht mehr da, verdammt. Da steht drauf, dass ich ein Bulle bin, ist dir das klar? Und jetzt? Ich wollte mich gerade als Nutte verkleiden. Soll ich jetzt wieder als Polizistin gehen? Verdammt, was weiß ich. Shit. Ich hätte wirklich dran denken müssen, dass sie unser Zimmer durchsuchen, so ein Mist. Ich hab's nur nicht versteckt, weil du mich vollgequatscht hast. Anders. Wir sind in einer knappen Stunde in einem Nachtclub mit Dealern verabredet, um Drogen mit dem Geld eines deutschen Polizisten zu kaufen. Also, soll es jetzt das kurze Kleidchen sein oder die kugelsichere Weste?
Lass mich mal kurz nachdenken. Es bleibt dabei. Wir ziehen's durch. Hätte einer dieser Jungs das Foto gefunden, hätte er es höchstwahrscheinlich wieder hingelegt. Um mich in Sicherheit zu wiegen. Nimm mich an. Ein kleines Detail hast du vergessen. Klein, aber gefährlich. Wenn Kemal heute Abend auch kommt, wird er mich erkennen. Mir ist eingefallen, dass er mich schon mal gesehen hat, als ich ihm seinen Mercedes zu Schrott gefahren habe. Ach, verdammt. Aber mach dir keine Sorgen. Ich hab mir was einfallen lassen, Anders. Halt dich fest, ich komme! Du stehst doch auf blond, oder? Warten Sie. Der Typ da, das ist doch ein Deutscher, wenn ich mich nicht irre. Ja, ja. Ja. Kripo, habe ich recht? Ja. Der Chef der Frankfurter Mordkommission. Ich stelle ihn dir vor. Kommissar Etchegoyen von der Sitte, da das eine Prostituierte ist. Monsieur, kommen Sie mal. Sie hätte die Tür verriegeln können. Warum hat sie es nicht getan? Ich war im Abteil nebenan und habe nichts gehört. Ich habe sie seit einer Woche beobachtet. Das heißt, Sie wussten Bescheid über das Mädchen? Würden Sie mir verraten, ob der Mörder ahnte, dass Sie ihm auf der Spur sind? Woher soll ich das wissen? Tja, woher? Sorte, hier auf dem Bahnhof holt man sich leicht einen Schuss. Ja, ja. Da vorne ist ein Restaurant. Kommen Sie bitte mit. Die Geschäfte der Zuhälter in Frankfurt gehen gut. Sie haben Ihre Mädchen mit den Papieren in der Hand. Pässe, Aufenthaltsgenehmigungen. Die meisten von Ihnen kommen aus dem Ausland. Ja. Was hat Sie auf die Spur der Zweiten gebracht? Der Mord an der Ersten. Eine Südamerikanerin. Wie die Zweite. Sie arbeitete im selben Eros Center in Miami. Ich fürchte, das wird wohl nicht die Letzte sein. Das befürchte ich auch. Diese Morde sind nicht das Werk eines Serientäters, der seinen Kick hat, wenn er mit dem Rasiermesser spielt. Das ist die Arbeit eines Killers. Allergie? Allergie? Nein, nein, nichts weiter. Das ist für dich. Damit du noch hübscher aussiehst. Komm her, meine Süße. Komm her. Du tust mir weh. Nimm deine Hände weg. Lass mich los.
Ich hatte ihn genau in der Schusslinie. Aber ich... Sie haben ihn erkannt. Es war Kemal. Ich hab's nicht gerafft. Tut mir leid, dass... Dass Sie ihn nicht erschossen haben? Dass ich ihn nicht verhaftet habe. Kommen Sie, ich bringe Sie zum Wagen. Los, gehen wir. Die 380-204 in Ankara. Sind Sie es, Mostar? Hier ist Kemal. Ich rufe Sie an, bevor es vielleicht zu spät ist. Heute Nacht ist schon wieder eins von den Mädchen überfallen worden. Kamon ist überfordert. Er wird für uns alle langsam zum Risiko. Liquidieren. Habe verstanden. Kemal, guck mal, eiskalt verging sich Friseurchef an seiner Auszubildenden. Sie? Na klar doch, aber dann schon die richtige Nummer. Ich hab mit 14 angefangen zu töten. Kemal. Okay, als Preis steht der Zug Nummer 7248 nach Paris zu Abfahrt 3. Gleis 3, Achtung bei der Abfahrt. Ich bin krank. Was ist in diesem Monat schon die zweite, die sich die Kehle durchschneiden lässt? Der können wir sowieso nicht mehr helfen, aber vielleicht der dritten. Der dritte? Ja. Welche dritte meinst du, Anders? Lass uns unseren Streit begraben und in diesem Fall zusammenarbeiten. Du hast nur Schiss, Mathieu. Aber du hast recht, wir sollten den Deutschen zeigen, wo es lang geht. Ja. Gut, probieren wir es. Warten Sie. Aus. Geh bitte hoch zu ihr. Ich will sie nicht allein lassen. Hier mein Schlüssel. Und wo willst du jetzt hin? Zu unserem Boss mit deinem Auto. Gib mir mal den Schlüssel. Wer ist diese Tante? Na ja, ich habe diese Tante vor 5 Jahren aus den Augen verloren, verstehst du? Und dann auch noch mit meinem Auto. Man sollte Privatleben und Arbeit nicht vermischen. Ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen, Monsieur, heute an einem Sonntag. Merci. Und was haben Sie auf dem Herzen?
Wissen Sie, es geht um das Speak Easy, um diesen Nachtclub, der von Luciani und seinen Freunden geführt wird. Den wir erst letzte Woche geschlossen haben, wenn ich recht informiert bin. Genau. Ich möchte, dass wir die Schließung, sofern Sie einverstanden sind, wieder aufheben. Und warum, wenn ich fragen darf? Wir erlauben, dass der Laden wieder geöffnet wird und die Korsen erweisen uns im Gegenzug einen kleinen Freundschaftsdienst. Es hat dort einen Toten gegeben. Stimmt. Eine Schlägerei mit bösem Ausgang. Eine Schlägerei mit einer Flinte. Sie kennen doch die Korsen und ihre Vorliebe für Waffen. Lassen Sie die Scherze, Echegoyen. Wir haben schon viel seriösere Lokale wegen weniger geschlossen. Ja. Und dürfte ich erfahren, was Sie von den Korsen wollen? Ein Kilo Heroin, Monsieur le Kontrolleur General. Ist das alles? Nicht mehr und nicht weniger. Sagen Sie, Echegoyen, glauben Sie wirklich, ich würde bei solch einem Kuhhandel mitmachen? Ehrlich gesagt, nein, aber ich bin dabei, einen Köder auszulegen. Eine ganz heiße Sache. Da müssen Sie eine andere Lösung finden. Ich sage nein. Sie reiten mich ganz schön in die... Sie machen es mir nicht leicht, Monsieur. Außerdem fällt das nicht in Ihre Ressort. Das sind Drogen mit im Spiel. Drogen und Nutten. Heutzutage geht das eine nicht mehr ohne das andere. Ich habe da eine bessere Ausgangsposition als das Rauschgift, die Ich kann das nicht mehr hören. Schlagen Sie sich das aus dem Kopf. Sollten wir uns vorher nicht mehr sehen, sagen Sie mir, wie es gelaufen ist. Der Stoff ist vom Feinsten, Kommissär. Ich höre davon Ihnen. Das hoffe ich für dich, Luciani. Sonst kannst du deinen Nachtclub in ein Schraublager umfunktionieren. Bis dann. Salü. Mach schon los. Sieh nach unten und bitte mich um Verzeihung. Zieh dir erst mal was an. Gab's auf der Rückfahrt irgendwelche Schwierigkeiten? Nein. Hm? Nein. Ich hab ihm den Umschlag gegeben. Die musst du immer bei dir haben. Nicht vergessen. Klar? Ja. Bevor ich's vergesse, wir müssen so tun, als... Chloe? Ja. Morgen sehe ich sie vielleicht den ganzen Tag. Matthias hat versprochen, er will alles versuchen. Warum tut das dann nicht? Das ist nicht so einfach, da sind noch die Türken. Die Türken? Welche Türken? Brinkmann? Am Apparat, sind Sie es, Echegoyen? Ja. Halten Sie mich für einen Statisten? Nein, für den Hauptdarsteller. Warum haben Sie mir nichts von diesen Türken aus dem Bosporus erzählt? Und von dem unterirdischen Gang zu Miami? Darüber werde ich Ihnen am Telefon nichts sagen. Hören Sie zu, Brinkmann. Ich warne Sie. Mir knallen manchmal ziemlich schnell die Sicherungen durch. Damit das klar ist, falls Beatrice oder der Kleinen was zustößt, werde ich das Bosporus und das Miami in die Luft jagen. Haben Sie kapiert? Na, wen haben wir denn da? Anders, ich rege die Post ab. Alles glatt gegangen. Ja, wieso? Du hast also Valet das Päckchen übergeben. Hören Sie mir überhaupt zu? Wir sehen uns. Und dafür hat dir Valet einen Umschlag gegeben. Ganz genau. 150 Eier. Ich hab nachgezählt. Hat sich das wirklich so abgespielt? Aber natürlich, Kemal. Ganz sicher? Ich weiß nicht, denn jetzt sieh gut her. Der Stoff, den du angeblich Valet verkauft hast, hier ist er. Ich habe ihn.
Und jetzt soll uns diese kleine Hure sagen, woher das Geld kommt. Verdammt. Da haben wir den Mist. Der Lieferant hat seine eigene Ware verschwinden lassen, um das Mädchen zu testen oder was weiß ich. Und wir sind voll drauf reingefallen. Wie blutige Anfänger, oh Mann. Eine Spitzenleistung. Es war ja nicht mein Fehler. Riesig toll. Aber Sie haben recht. So wie die Dinge liegen, sollten wir einander vertrauen. Von mir aus gerne. Darf ich Ihnen Ernst Demirel vorstellen? Ein außergewöhnlicher Polizist. Herr Kommissar? Ist Demirel nicht ein türkischer Name? Keiner ist perfekt. Herr Demirel wirkt unauffällig. Erklären Sie es ihm. Auf der deutschen Seite bin ich Polizist. Auf der türkischen Seite bin ich für das Heizungssystem im Bad Bosporus verantwortlich. Verstehen Sie, wenn das rauskommt, ist Frau Demirel Witwe. Na bitte. Sehr gut. Dann sollten wir also ab jetzt zusammenarbeiten, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Geschäftsgrundlage. Gut. Übrigens, haben Sie schon Kontakt aufgenommen mit Körbeke? Bis jetzt noch nicht, nein. Monsieur Körbeke, bitte. Wer möchte mit ihm sprechen? Francis Renard. Von wo aus rufen Sie an, Monsieur Renard? Von hier, ich meine aus Frankfurt. Sehr gut. Wir treffen uns an der alten Brücke um 18 Uhr. Und kommen Sie allein. Was sonst? Naja, ich ziehe es vor, verdeckt zu arbeiten, wie Sie. Nein, 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 ich hab dir schon 100 Mal gesagt, Roman, du kannst deinen Bruder kritisieren, aber nicht vor anderen. Weil es nervt. Doch, aber klar. Erst recht beim Rugby. Gut, gib Vincent einen Kuss und auch Maman. Ich meine deiner Mutter. Meiner Ex. Bis dann. Diese Dinger hier sind wirklich praktisch. Monsieur Renard? Exakt, genau der bin ich. Aber Francis reicht. Haben Sie es leicht gefunden? Ich habe in meinem Leben noch kein einziges Rendezvous für Sie. Wenn Sie Valet im Knast kennengelernt haben, dann waren Sie zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Damals hatte ich ein kleines Rendezvous mit meinem Schicksal. Sehen Sie es mal so. Und Valet? Wie geht es ihm? Na ja, ich habe gehört, dass er eine Geschichte mit Green. Oder du stirbst in diesem Büro. Los, mach schon! Lukas, Tostej. Tostej. Lass die Knarre fallen. Sehr gut. Gehen wir. Sensibel? Ja. Ja? Erst Körbeke und jetzt Lukas. Man könnte sagen, die Leitung von Miami hat abgedankt. Das kann man so sagen. Genau. Ja.
Der arme Lukas hat scheinbar Bekanntschaft mit einem wildgewordenen Rasiermesser gemacht. Mit dem von Kemal. Behaupte ich mal. Warum glauben Sie, hat Kemal zuerst die beiden Mädchen aus dem Miami umgebracht und sich dann die Chefs vorgenommen? Er will Cameron in den Augen seiner Bosse in Ankara in ein schlechtes Licht setzen. Und seinen Platz einnehmen. Der Kleine will den Großen fressen. Ein klassischer. Herr Kommissar Brinkmann! Ein Anruf! Ich beantrage einen Haftbefehl für Kemal wegen Mordversuchs an unserer Kollegin Franco Neri und lasse seinen Steckbrief verteilen. Nein, wir müssen auf die Rivalität zwischen den Türken setzen. Ich werde Kemal einen Handel vorschlagen. Er sagt mir, wo die Kleine steckt, oder ich verpfeife ihn an Cameron. Verstehen Sie? Ich werde Probleme bekommen. Ach, Probleme, Probleme! Das Labor ist dran. Ja. Brinkmann. Gratuliere und sag auch den anderen meinen Dank. Ich hatte nicht sehr viel Hoffnung. Ja, ich setze meine Leute in Bewegung. Die Blumen haben uns auf die Spur gebracht. Die Erde, der Belag auf den Blättern, was weiß ich. Das Labor hat im Norden der Stadt eine Zone eingegrenzt. In der Siedlung leben 84 türkische Familien. Nicht schlecht. Was halten Sie davon? Gute Arbeit. Kompliment, Brinkmann, ich muss wirklich sagen. Gute Arbeit. 84 türkische Familien. Der hierbei das Risiko trägt. Wir sind Polizeibeamter. Sie riskieren lediglich einen Arbeitsunfall. Aber das Mädchen, Beatrice, die für Sie den Lockvogel spielt, und Ihre kleine Tochter sind nicht bei der Polizei. Beatrice ist für Sie eine kleine Lotte. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden, Brinkmann. Damit das klar ist, ich werde Beatrice und ihre Tochter aus der Scheiße ziehen. Und reden Sie ja nicht noch mal in diesem Ton mit mir. Was darf ich Ihnen anbieten? Hier gibt's einen vorzüglichen Cognac. Zwei Cognac aus dem Bordeaux. Nehmen Sie es mir nicht übel. Wenn ich jemanden provoziere, lerne ich ihn besser kennen. Ich treibe die Dinge auf die Spitze. Wir haben nicht viel Zeit, stimmt's? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das hier ist Matthias Körbeke, Chef des Miami, in dem Beatrice arbeitet. Danke. Das hier ist deine rechte Hand, Lukas. Ja, gibt's Vorstrafen? Bagatelldelikte. Hausdurchsuchung? Hat nichts ergeben. Abhöraktion? Hat uns nicht einfach, aber hat auch nichts gebracht. Und der 80-prozentige Stoff, haben Sie eine Ahnung, wo der herkommt? Unser Labor hat bestätigt, dass das Heroin, das hier auf dem Markt ist, hauptsächlich aus der Türkei stammt. In die türkische Mafia einzudringen ist schwierig. Eine Mafia von außerhalb, die der Cosa Nostra in nichts nachsteht. Bon. Ist alles gesagt? Fast alles. Das ist die Nummer meines Handys. Sie erreichen mich rund um die Uhr. Sonst noch was, was Sie loswerden wollen? Willkommen in Frankfurt. Glaubst du, sie kriegt das hin? Ihr bleibt gar keine andere Wahl. Ganz schön mutig von ihr, in die Arena zurückzukehren. Mutterinstinkt. Und deshalb glaubst du, darf ich da nicht mitreden? Nein, das würde ich nie behaupten. Dein Glück, das würde ich dir auch ganz schön übel nehmen. Mich beunruhigt, dass wir Valeo aus dem Verkehr gezogen haben. Stell dir vor, sie wollen ihn unerwartet sehen. Dann wird. Hör zu. Ich mach dir einen Vorschlag. Nenn mir deine Kontaktperson in Paris und ich kümmere mich um den Rest. Ja, was hältst du davon? Ich soll jemanden verpfeifen? Nein, da gehe ich lieber auf den Strich. Ein Kilo. Da musst du ganz schön anschaffen. Aber diesmal wird's brenzlig werden, weil sie dir sicher nicht glauben werden. Du bringst ihren Laden durcheinander mit deiner Scheiße, also werden sie dich einfach eliminieren.
Das gibt großen Ärger. Ich kenne diese Typen, Beatrice. Das gibt Ärger. Überleg es dir gut. Überleg es dir. Das Beste ist, du setzt dich jetzt schnellstens ab. Glaub mir. Nein? Nein. Warte mal. Ich habe eine kleine Tochter. Sie heißt Chloe und ist erst 4. Ich darf sie nur sehen, wenn sie es erlauben. Ich weiß nicht, wo sie verstecken. Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Weil sie nicht von dir ist und weil sie keinen Vater hat. Ich kenne kein Gesetz, das einer französischen Prostituierten verbietet, in Deutschland eine Tochter zu haben, die nicht von mir ist und die keinen Vater hat. Ich bin am Ende, Anders. Kannst du mir nicht helfen? Ich helfe dir und du mir. Wir helfen uns. Bist du etwas sauer? Du bittest mich, am Sonntagmorgen diese Nutte vom Bahnhof abzuholen. Ich tu dir den Gefallen und du schmeißt mich raus. Geh bitte hoch zu ihr. Ich will sie nicht allein lassen. Hier mein Schlüssel. Und wo willst du jetzt hin? Zu unserem Boss mit deinem Auto. Gib mir mal den Schlüssel. Wer ist diese Tante? Na ja, ich habe diese Tante vor 5 Jahren aus den Augen verloren, verstehst du? Und dann auch noch mit meinem Auto. Man sollte Privatleben und Arbeit nicht vermischen. Ich werde dich bei Gelegenheit dran erinnern. Danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen, Monsieur, heute an einem Sonntag. Merci. Und was haben Sie auf dem Herzen? Wissen Sie, es geht um das Speakeasy, um diesen Nachtclub, der von Luciani und seinen Freunden geführt wird. Den wir erst letzte Woche geschlossen haben, wenn ich recht informiert bin. Genau, ich möchte, dass wir die Schließung, sofern Sie einverstanden sind, wieder aufheben. Und warum, wenn ich fragen darf? Wir erlauben, dass der Laden wieder geöffnet wird und die Korsen erweisen uns im Gegenzug einen kleinen Freundschaftsdienst. Es hat dort einen Toten gegeben. Stimmt, eine Schlägerei mit bösem Ausgang. Eine Schlägerei mit einer Flinte. Sie kennen doch die Korsen und ihre Vorliebe. Pass auf, ich schicke dir jemanden vorbei, den du vertrauen kannst. Bis dahin bleib, wo du bist. Beatrice? Ja. Anders schickt mich, du weißt warum. Mein Name ist Clara. Los, komm. Echigoyen, mein Freund aus dem Baskenland. Warum tust du das für mich? Aus Interesse. Na komm, auf geht's. Zieh dich wieder an, tut mir leid, aber ich habe was anderes zu tun. Lass mal schauen. Sie können mich mal, Kommissär. Hör zu, ich mache dir einen Vorschlag. Nenn mir deine Kontaktperson in Paris und ich kümmere mich um den Rest. Ja, was hältst du davon? Ich soll jemanden verpfeifen? Nein, da gehe ich lieber auf den Strich. 1 Kilo. Da musst du ganz schön anschaffen. Aber diesmal wird's brenzlig werden, weil sie dir sicher nicht glauben werden. Du bringst ihren Laden durcheinander mit deiner Scheiße, also werden sie dich einfach eliminieren. Das gibt großen Ärger. Ich kenne diese Typen, Beatrice. Das gibt Ärger. Überleg es dir gut. Überleg es dir. Das Beste ist, du setzt dich jetzt schnellstens ab. Glaub mir. Nein? Nein. Warte mal. Eine kleine Tochter. Sie heißt Chloe und ist erst 4. Ich darf sie nur sehen, wenn sie es erlauben. Ich weiß nicht, wo sie verstecken.
Warum hast du mir nichts von ihr erzählt? Weil sie nicht von dir ist und weil sie keinen Vater hat. Ich kenne kein Gesetz, das einer französischen Prostituierten verbietet, in Deutschland eine Tochter zu haben, die nicht von mir ist und die keinen Vater hat. Ich bin am Ende, Anders. Kannst du mir nicht helfen? Ich helfe dir und du mir. Wir helfen uns. Nicht, wenn ich im Sitzen schlafe. Findet mich niemand. Nicht einmal ich selbst sollte ich mich mal verlaufen. Jedermann weiß, dass mir die chinesische Küche nicht liegt. Die beiden Typen in dem Opel, wen genau bewachen die eigentlich? Das Miami oder mein Hotel? Glauben Sie, ich überlasse Ihnen die ganze Stadt? Ich habe Ihren Plan akzeptiert. Reicht Ihnen das nicht? Ich arbeite effektiv. Soweit ich weiß, habe ich die ganze Sache angeleiert. Naja, und ich bin auch derjenige, der hierbei das Risiko trägt. Sie sind Polizeibeamter. Sie riskieren lediglich einen Arbeitsunfall. Aber das Mädchen, Beatrice, die für Sie den Lockvogel spielt, und Ihre kleine Tochter sind nicht bei der Polizei. Beatrice ist für Sie eine kleine Lotte. Sie wissen doch gar nicht, wovon Sie reden, Brinkmann. Damit das klar ist, ich werde Beatrice und ihre Tochter aus der Scheiße ziehen. Und reden Sie ja nicht noch mal in diesem Ton mit mir. Was darf ich Ihnen anbieten? Hier gibt's einen vorzüglichen Cognac. Zwei Cognac aus dem Bordeaux. Nehmen Sie es mir nicht übel. Wenn ich jemanden provoziere, lerne ich ihn besser kennen. Ich treibe die Dinge auf die Spitze. Wir haben nicht viel Zeit, stimmt's? Ich habe Ihnen was mitgebracht. Das hier ist Matthias Körbeke, Chef des Miami, in dem Beatrice arbeitet.